Oh Gott, wer denn dann? Ey, du Hure. Zu Ende ist es mit ihr. Ich habe das erste Game of Thrones Buch gekauft. Das wirst du sowieso nie durchlesen. Ich habe 500 Folgen, 500. 500 Alter. Folgen, Alter. Ja. Das ist mir schon klar. Mal sehen. Ich dachte mir, wenn es irgendein Buch gibt, was mich in irgendeiner Weise interessieren könnte, dann wäre das. Herr der Ringe, Junge. Herr der Ringe interessiert mich nicht so wie Game of Thrones. Ja, aber du darfst es nicht so weit lesen. Das ist so scheiße. Dann kennst du doch alles schon, was in der Serie passiert. Alter, weißt du, wie viele Bücher es davon gibt? Und weißt du, wie lange ich für 500 Seiten dicke Bücher brauche? 4 Stück gibt's, glaube ich, schon. Nee, 11. Ja. Also die deutsch gebundenen, die sind ja immer noch aufgeteilt. Da ist ja zum Beispiel das 5. Buch in 2 Teile aufgeteilt oder so. Also so, aber in Englisch gibt es aber nicht so viele. Nee, die sind dann auch dementsprechend dicker, ne? Aber es gibt, glaube ich, so, ich glaube in Deutschen das 10 oder 11 Bände. Ja. Hast du sonst nichts zu tun, ne? Ja, wenn mich das so ein bisschen anfickt. So lesen, ist im Sommer, wenn man im Garten sitzt, auch nicht verkehrt, ne? Dachte ich mir. Sky sitzt ja lieber einfach nur rum und tut nichts. Das weiß ich ja mittlerweile. Ich hab Spaß. Spaß, ja, du hast Spaß. Sky macht Lesen keinen Spaß. Lesen ist für Streber, die... Ich hab schon die Bücher gelesen. Schwul sind. Ich hab sogar mal dieses Dead Space Buch gelesen. Ja. Wie viele Seiten hatte das? 216. Krass, ey. Das ging ab, sagst du? Das ist aber kein Bilderbuch, ne? 150 Seiten Bilder. Und lustige Taschenbücher habe ich früher ganz viel gelesen. War voll geil, ey. Ach, was, ey. Voll gefeiert. Ist der voll der Streber. Hey, hast du das früher nie gelesen? Lustigen Taschenbücher habe ich wirklich nie gelesen. Ich habe immer das Mickey Mouse Magazin ich gelesen, ja, aber Taschenbücher, ey, nee. Da waren voll die geilen Geschichten, weil da, ja. Echt so richtig epische. Ja, hallo? Aber Donald Duck immer dieser Superheld, Phantomasia, hast du wieder heißt. Den fand ich voll cool. Alter. Na, da habe ich lieber DuckTales geguckt, das haben wir gerecht. Ja, alles verschlungen, komplett. Alles. Fillmore. Kennst alle lustigen Taschenbücher auswendig. Fillmore, Wochenendkids habe ich geguckt. Am besten fandst du ja immer Littlefoot, habe ich gehört. Ja, habe ich sogar hier noch auf Video. Aber nice. Littlefoot. Und dann mit dem bösen Schafzähnen. Oho. Ja, die Schafzähne, die waren nämlich aus dem Tal verwandt. Wo die ganzen Pflanzenfresser gewohnt haben. Verrückt. Das ist witzig, aber für mich ist das einfach geil. Ah, ich glaube, Littlefoot ist gar nicht mal so ein schlechter Film eigentlich. War das nicht immer Filme? Ja, das waren noch immer Filme. Da gab es doch keine Serie von, oder? Nee. Littlefoot und seine Foot. Littlefoot läuft durch die Gegend. Ich hab früher auch mal die Mystic Knights. What? Konnten sich immer in... Das war so eine Kreuzung aus Power Rangers und Mittelalter. Okay. Mystic Knights war das. Da gibt's das Intro, hat auch voll viele Klicks auf YouTube. Weil es einfach so trashig ist. Das ist mir neu, das kenne ich gar nicht. Das war voll geil. Muss ja echt Premium gewesen sein, ey. Wenn ich Power Rangers kenne und das nicht, ne? Morgens, dann ist das schon echt scheiße. Wenn ich bei meinem Vater war, da habe ich mal morgens Kabel 1 immer X-Men, die alte Serie geguckt und so. Und Ben 10. Sehr geil, ey. Sehr, sehr geil. Und dann lief dann immer danach immer die alte Hercules-Serie mit diesem einen Typen. Weißt du, wen ich meine, ach, ne? Die mit den seltsam gekräuselten Kinnen, ne? Ja. Ja, ja. Das war der beste Mann, ey. Den verbinde ich auch mit Herkules. Ja. Und dann gab's ja immer mit der Serie immer Crossover mit der Xena-Serie. Mal geil. Ja. Sky, du hattest eine schöne Kindheit. Ich hatte echt eine richtig schöne Kindheit, wenn ich mal so drüber nachdenke. Oh, Mann. Voll schön. Ich habe alles gemacht, ne? Alles gemacht, was man so... Alles gemacht, getut.
Ja. Ja, da hat keiner gemerkt, dass du keine Nägel benutzt hast, wa? Nee, habe ich echt noch nicht benutzt. Werde ich auch nicht mal benutzt in meinem Leben. Nee. Wozu auch? Mittlerweile wurden auch Schrauben erfunden. Wer braucht schon Nägel? Hier sind wir nun in der Stadt. Der unbegrenzten Möglichkeiten. Ab zum Supermarkt. Willst du eigentlich noch mit deinem Nintendo DS? Nö. Eigentlich voll schade. Und das ist auch wieder so ein Sommerprojekt, was ich mir vielleicht angehen werde tun. Ja? Ja, im Garten sitzen und Gameboy spielen. Geht doch voll klar. Was auf dem Sofa sitzen und Gameboy spielen. Mit der Gamescom? Oh ja, weil die Gamescom geht ja auch 8 Wochen. Da hat jetzt übrigens der Kartenverkauf begonnen, ne? Crazy. Mal gucken, ob im Forum schon was steht, oder was? Steht noch nichts, habe ich schon geguckt. Hast sofort deine Augen aufgespannt. Kriegen keine Karten. Keine Karten, keine Karten. Die Preise gar nicht angeguckt. Es gibt ja aber nur Tageskarten. Bisschen assi, ey. Ja, alle Tage hin willst, musst du gleich dreimal blechen, wa? Das ist nicht so geil. Dann bin ich ja am Mittwoch da auch hin. Ja, dafür brauchst du ja wieder eine Special-Karte, wa? Die fertig ich mir selbst an. Mit Paint. Weißt du, wie man mit Kleber und Paint umgeht? Dann mach ich das wie Leonardo DiCaprio und Catch Me If You Can. Und fälsch einfach alles. Bist auch doppelt so gut wie Leonardo, ne? Ist ja gar kein Problem. Leonardo da Vinci. Ja. Der mit Audio Etsy Auditore rumgemacht hat. Neuer Honest-Trailer zu Wolf of Wall Street ist ziemlich cool. Da heißt der Leonardo DiCaprio nämlich ein Leonardo No Oscar. Verstehe. Voll schön. Und das Witzige ist. Hast du aufgehört zu reden oder hat dein Mikrofon aufgegeben? Okay, ich glaube, dein Internet gibt auf. Zieh die Axt. Ja, komm, kleines Zombie. Bullshit, ey. Qualle ist tot. Qualle, Qualle. Ich entferne mich lieber, vielleicht rastet er aus und er schießt mich. Natürlich kommt wieder ein Kumpel mit hier. Au. Hungry. Qualle. Qualle. Benni, bist du noch da? Bist du jetzt in TS? Nein, ich rede gerade über da gekommen. Mein TS verbackt immer. Das ist schlecht. Da, aber mach mal, Qualle. Mach mal bitte was zu essen auf oder so. Ich hab, glaube ich, muss selber was essen. Also, an meinem Mikro kann es ja nicht liegen, wenn ich jetzt hier so mit dir reden kann. Das ist richtig. Das ist voll klug, so laut in Beresino zu reden. Eat. Hallo. Hallo. Ja, okay. Ich hab's verstanden. Ja, aber das ist jetzt mit Direct Comedy, mit TS. Ich, warte mal, hä? Ich höre dich trotzdem über Direct gerade. Boah, Direct. Nein, ich hab Direct gar nicht an. Okay, dann klingt's, als ob du in der Banane sitzt. Technische Schwierigkeiten. Und jetzt? Boah.
Ganz schön laut. Boah. Geht das jetzt? Ja, jetzt geht's. Ja. Ausnahmsweise. Cool. Hallo! Rucksack. Das ist korrekt. Jetzt haben wir erstmal übelst wie die Behinderten rumgeschrien. Möchte sich irgendjemand hier daran beteiligen? Hallo? Nein, anscheinend nicht. Wir verbringen schon wieder viel zu viel Zeit in der Resinung hier. Ja, wir rushen hier kurz durch. Kann ich ja nicht wissen, dass du hier noch große technische Schwierigkeiten bekommen willst. Ich brauch doch hier sowieso nichts. Ja, du! Das ist ja schön, dass du auch an deine Teamkollegen denkst. Als wenn du jetzt hier Munition finden würdest. Wo soll ich die denn sonst finden? Ja, wo? Bei Leuten, die du wegsnackst. Die hier mit Munition rumlaufen. Ja. Und womit snack ich die weg? Mit einer Banane oder was? Ja. Ich hab alles, was ich brauche. Das ist schön, dass du alles hast, was du brauchst. Hast du jetzt schon einmal Munition gefunden? Nein. Ja. Das wird auch so bleiben, weil hier oben alles leer gelootet ist. Danke. Die Türen sind sich doch alle zu. Was sagst du dazu? Oh ja, diese Munitionsüberfülle hier. Wow. Ist halt mega selten, die scheiß Munition. Kann ich ja nichts für. Warum regnet das eigentlich schon wieder? Schon April. Wetter? Aprilwetter. Alter, was ist das denn für ein Heisenberg-Hut, Alter? Das ist der Heisenberg-Hut. Hut. Ruth. Kennst du noch Ruth? Ja. Das ist witzig, wa? Ja. Wow, wie er reingeschossen kommt, ey. Wie so ein Torpedo. Bing. Piu. Amazon. Tola letni papier. Pevni atradicni. Verstehe. Steht hier auf dem Plakat. Überall frisches Obst. Vorgestern, ne? Nee, warte mal. Doch vorgestern beim Arbeiten, da habe ich Dingens hier. Salat aus Kavala gesehen. Ja, mal geil. Das ist der beste Salat, wa? Mhm. Mit extra viel Cokes. Ja, wo bist du denn jetzt? Ich laufe mal zum anderen Eckhaus. Kuckuck, ich laufe an dir vorbei. Boah, bist du aufmerksam, ey. Das ist echt voll gut. Ich hätte hier schon 10-mal erschießen können. Hoffentlich steigen wir in diesen Panzer da rein. In den Panzer? Den Panzerst. Mit General Patton. Ja. Hey Zombie, was los? Nur so einen kleinen süßen Karton brauche ich, mehr brauche ich doch nicht. Ist echt ein Problem mit der Munition, ey. Ich kann gerade mal gucken, ob ich vielleicht noch Munition hier habe. Ich habe noch so zwei Munitionsboxen. Das wird nett. Brauch aber die grünen. Alter, der hat so viel Munition, warte mal. Das war wahrscheinlich der Typ, der mich erschossen hat. 40, 80, 120, 180, 220. Hier sind 220 Schuss drin. Der andere Munitionsbox. Da hat mehrere Munitionsboxen? Zwei Stück. What the fuck? Ich hatte ja 350 oder so. Oh. Dran 50. 220, 250. 300. 220, 377. 390. Oh, cool, ne? 90, 450, 400, 510. 400 Millionen. 70. 600 Schuss habe ich. Was? Ja, ich weiß gar nicht, warum du Munition sparst. Ich würde die ganze Zeit Dauerfeuer geben, auf alles. 600 Schuss.
Deswegen hat er auch so gefallen, wie so ein Bekloppter. Ja, wirklich. Alter, ich muss jetzt mal meine Axt rausholen, das geht überhaupt nicht mehr. Hol die Axt raus, du Hurensohn! Ich hätte mich ja geärgert, wenn ich jetzt der Typ wäre. Ja. Wo bist du jetzt? Ich gucke hier gerade diese Apartment-Blöcker durch. Blöcker. Raste gerade aus wegen diesem verfickten Zombie, was mich die ganze Zeit verfolgt. Gott sei Dank ist der tot, ey. Guck da oben nochmal nach dieser seltenen Munition, die man hier sowieso findet in Berezino. Weil ja immer Munition ist. Junge, hier ist so viel Loot und alle Türen sind zu. Ah, keine Munition. Ja, weil die Scheiße selten ist. Kann ich ja nichts machen. Farbe, ein Hemd. Wir haben jetzt sein letztes Hemd liegen lassen. Lalala, ein grüner Tornister. Okay, die Türen sind hier schon auf, aber. Ne? Sucht ja nicht jeder nach SKS-Munition. Quickie! Du brauchst ja auch noch SKS, die ist ja so besonders selten. Eben. Also ein ganz feiner Tropfen. Spaten. Lern schon mal zum Betonbunker. Das ist total safe. Ja, warum denn nicht? Mach. Willst du da nicht hin, oder was? Da war ich einen weiten Bogen drumherum. Warum? Gefährlichster Ort in der Stadt. Ich hab 600 Schuss. Ja, die bringen dir auch nichts, wenn die in deinem Kopf stecken. Ja, ich hab eine Pfanne gefunden. Ich beschieß den so lange. Eine Pfanne? Ja. Hab ich noch nie gefunden. Hab noch nie gesehen, so eine Pfanne. Schießt die so lange? Bringt ja nichts, wenn du tot bist. Du musst nämlich leise wie der Wind sein. Oh, hier ist eine Double Rifle. Damn. Damn, you. Darn you, Kaka Carrot Cake. Weiter kann ich den Dialog gar nicht mehr. Da bringen wir wieder so viel Zeit in Berezino, wie ich es gesagt habe. Ja, dann geh doch schon mal. Nö, ich geh nicht ohne dich. Doch, du dich auch nur einen Scheiß für mein Leben interessierst. Das Problem ist einfach, ich bin ein wehrloses Stück Scheiße. Zitat René von einer Dreiviertelstunde. Reicht doch, wenn einer von uns eine Waffe hat, oder? Ja, um weiterzugehen. Ach so, okay. Aber dir war noch die Möglichkeit, Munition zu finden, aber wenn wir jetzt nach Solnitschi laufen, den langweiligsten, beschissensten Ort auf der Erde, dann finden wir da nirgendwo mehr Munition. Das ist. Stecken wir einfach einen weg, Alter. Ja, einen frisch gespawnten, wow. Die dicken Fische, die laufen da hinten beim Apartment rum. Aber da waren wir gerade 3 Stunden. Ich weiß. Wo bist du denn jetzt? Rum bei so einem Sniper-Scope-Haus. Raus Richtung Solnitschi. Also ach, oben, am Berghang. Der mistigen Sau. Die letzte Straße. Im einen letzte Eckhaus, glaube ich. Nee, auch weiter sogar. Im Eckhaus bist du sogar? Bei dem einen nördlicheren Eckhaus gehe ich jetzt hier sofort hin. Gehst du hin jetzt? Hm. Ich gehe jetzt zum Betongebäude. Ach, du wolltest ja jetzt hin. Ich dachte, da wärst du eigentlich. Nö, ich habe ja auf dich gewartet. Da ist nämlich ein Sniper-Scope-Haus, da gehe ich jetzt rein. Wo? Direkt vor dem Betongebäude. Das sind sogar, genau gesagt, 2 Sniper-Scope-Häuser. 22 Sniper-Scope-Häuser sind da. Mann, ich will zurück nach Balotta, da hatte man nie Munitionsprobleme. Mit der Bewegung.